Als Vermieter unterliegen Ihre Schadensersatzforderungen wegen Veränderungen oder Verschlechterungen der Mietsache nach Ende des Mietverhältnisses einer kurzen sechsmonatigen Verjährungsfrist. Ihnen ist als Vermieter deshalb auch dringend zu empfehlen, dass Ihre Kautionsabrechnung gegenüber Ihrem Mieter noch innerhalb dieser 6 Monate erstellen, da Sie ansonsten mit Zahlungsforderungen der Verjährung unterliegen könnten. Allerdings ist unter bestimmten Umständen möglich, dass Sie auch eigentlich verjährte Schadensersatzansprüche noch in die Kautionsabrechnung einstellen können als Abzugsposition. Das ist immer dann der Fall, wenn sich aufrechnenbare Forderungen innerhalb der Verjährungsfrist einander gegenübergestanden haben. Das ist also Ihr Schadensersatzanspruch als Vermieter gegenüber dem Kautionsrückzahlungsanspruch des Mieters. Und nach Ende des Mietverhältnisses können Sie grundsätzlich Ihren Schaden beziffern, haben als Vermieter also den Schadensersatzanspruch. Der Mieter hat seinen Kautionsrückzahlungsanspruch. Dann können diese Positionen noch in die Kautionsabrechnung auch nach Verjährung eingestellt werden. Allerdings müssen Sie als Vermieter unterscheiden zwischen vertraglichen Leistungspflichten und vertraglichen Nebenpflichten. Nur die vertraglichen Nebenpflichten können in jedem Fall in die Kautionsabrechnung auch noch nach Verjährung eingestellt werden. Bei den vertraglichen Leistungspflichten dagegen müssen Sie noch innerhalb der Verjährungsfrist den Mieter zur Nachbesserung aufgefordert haben, beispielsweise Durchführung von Schönheitsreparaturen oder Rückbauverpflichtung. Weil erst nach Ablauf dieser Frist zur Nachbesserung wandelt sich dieser Nachbesserungsanspruch in einen Zahlungsanspruch um, der dann innerhalb der Verjährungsfrist aufrechenbar gegenübergestanden hat. Eigentlich ganz einfaches Thema. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns.